So, hallo zusammen. Vom Zeitrennen direkt zum nächsten RC Bandito Zeitrennen. Diesmal Kanäle von Vespucci. Zeitvorgabe 1:53. Ich finde, das ist eins der schwereren RC Bandito Zeitrennen. Wir versuchen es jetzt First Try, wenn es nicht klappt. Nicht aufgeben. Fahrt die Runde zu Ende, merkt euch die Strecke und ja. Also nicht aufgeben, mit langer Taste halten, könnt ihr dann das Rennen neu starten, also direkt neu starten. Ich versuche es jetzt First Try. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil wie gesagt, es ist eins der schwereren Zeitrennen. Hier vom Gas gehen, kurz bremsen. Ich werde jetzt sehr vorsichtig fahren. Oh, was war das jetzt? Was war denn das jetzt? Hier kann man alles Vollgas fahren. Bei den Jumps müsst ihr gerade aufkommen, sonst kommt ihr ins Schleudern. Und dieser kurze Radstand ist sehr schwer zu kontrollieren, wenn er ins Schleudern kommt. In der Gasse gibt es, glaube ich, die letzte Kurve ist schwer. Ich habe jetzt diese hier, also nicht schwer, aber man kann da hängen bleiben, schnell hängen bleiben. Wie gesagt, lieber vorher kurz bremsen und dann um die Kurve rumfahren. Hier kann man auch wieder alles Vollgas fahren. Bei den Sprüngen gleich vom Gas gehen. Oh, fast wäre ich hängen geblieben. Hier das Gas durchtippeln, nicht Vollgas. Ich tippel das durch, damit ich nirgends hängen bleibe. Hier wieder alles Vollgas. Kurz anbremsen. Zeit. Weiß nicht, ob das reicht. Ja, das sollte reichen, glaube ich, oder? Ah, yeah, easy. 1:49, 4 Sekunden Restzeit. First try. Ich bin absolut vorsichtig gefahren. Wie gesagt, wenn ihr Unfall baut, es euch legt, nicht aufgeben, nicht gleich die Taste halten, fahrt die Route zu Ende, also nicht bis zum Ziel zu Ende, oder ihr könnt sie auch bis zum Ziel zu Ende, aber dann müsst ihr wieder zu diesem Punkt laufen, beziehungsweise, nee, müsst ihr nicht, doch müsst ihr, kurz vorm Ziel dann neu starten, und zwar über die H-Taste. Also ich spiele auf PC, bei PC ist der Schnellstart über H lange gedrückt halten, oder ich mache es kurz vor, um euch den Unterschied zu zeigen. Ist nur jetzt, um euch den Unterschied zu zeigen. Ich starte jetzt über H neu, das ist der schnelle Neustart. So, jetzt zeige ich euch den normalen Neustart, den ihr vom normalen Zeitrennen kennt. Wenn ihr die F-Taste bzw. die Ein-Aussteigetaste lange haltet, gibt es auch einen Neustart, aber einen anderen. Da müsst ihr zum Punkt fahren. Und zwar ist es dieser hier: Beenden. Ja, das ist nicht mal ein Neustart, sondern ein Beenden. Sehe ich gerade, und dann startet ihr hier neu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Erfolg. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, ein Abo und auch Kommentare, was ich an meinen Videos verbessern kann. Das ist jetzt eine etwas andere Art, wie ich das Video gemacht habe, sonst mag es immer anders. Also, ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück und haut rein. Ciao.